Ernst Ulrich von Weizsäcker formuliert in seinem Buch Faktor 5 ambitionierte Ziele für die effizientere Nutzung von Energie und Rohstoffen. Um diese Ziele zu erreichen, ist ein grundlegendes Umdenken der Politik und der gesamten Bevölkerung notwendig. Welche Rolle spielen in Weizsäckers Überlegungen die Journalisten? Medien sind unglaublich mächtig. Jeder wird von ihnen berieselt, aufgeklärt, manchmal auch falsch informiert. Ich finde, das Wichtigste ist wahrheitsgemäße Berichterstattung und dann auch Aufklärung. Zur Zeit von Immanuel Kant, da konnte ja fast noch niemand schreiben und lesen. Heute kann es praktisch jeder und das ist eine Riesenverantwortung für Journalisten. Wie würden Sie Journalisten gerne in Ihre sozusagen Botschaftertätigkeit eingebunden sehen? Kluge Journalisten haben die Möglichkeit, eine Vision von einem neuen technologischen Zeitalter, welches klimafreundlich ist, zu verstehen und dann auch zu transportieren. Nun hat Ihr neues Buch Faktor 5 eine Flut an Medienberichterstattung ausgelöst. Fühlen Sie sich mit Ihrem Anliegen eigentlich wirklich verstanden von den Journalisten, wenn Sie die renommierte Zeit in einem Interview auf die Schlagzeile Energie muss teurer werden reduziert? Journalisten haben immer gerne knallige Überschriften. Und in diesem etwa eine Stunde dauernden Interview mit dem sehr klugen Ökonomen Fritz Vorholz kamen vielleicht 2 Minuten über teurere Energie vor. Das hat er dann nach oben gezogen. Und ich bin darüber nicht besonders unglücklich. Das darf man als normaler Mensch nicht, denn es ist das Recht der Journalisten, Dinge in den Vordergrund zu stellen, die ihnen wichtig sind. Nun kommt ja noch dazu, dass in Zeiten der Wirtschaftskrise, wenn Wirtschaft und Euro und BP in den Schlagzeilen stehen, der Platz, die Sendezeit rar wird für Umweltthemen, die Nachhaltigkeit verlangen. Welche Rolle spielen die neuen Medien, die Social-Media-Plattformen bei der Bewusstseinsbildung im Faktor 5, also die Umgehung der klassischen Medien, direkt zu den Menschen zu kommen? Die Generation meiner Kinder ist darüber viel besser informiert als ich. Ich bin noch ziemlich konventionell. Ich habe mit YouTube und so weiter relativ wenig Kontakt, gelegentlich mal schon. Und ich habe den Eindruck, dass die junge Generation diese direkte Kommunikation liebt und daraus auch schlauer statt dümmer wird. Ist das für Sie ein Mittel zum Zweck? Das kann es sehr wohl sein, aber es gibt natürlich auch faschistische und verbrecherische Sorten von direkter Kommunikation. Also ich will nicht automatisch dieses Heilig sprechen. Herzlichen Dank für das Gespräch.